damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Wimmelbild-Abenteuer, nämlich Haus der 1000 Türen 1, Familiengeheimnis. Ja, wie schon in Ewige Reise, das neue Atlantis, habe ich ja angekündigt, dass ich den ersten und den zweiten Teil habe. Es gibt aktuell 4 Teile von Haus der 1000 Türen, aber ich besitze aktuell meines Wissensstands nur 1 und 2. Und das ist hier 1. Und natürlich handelt es sich hier um eine Sammler-Edition, wie ihr lesen könnt. Also gibt es auch Sammlerobjekte. Ich werde versuchen, alle zu bekommen. Versprechen tue ich aber nichts. Es herrschen auch wieder die Hori-Wimmelbild-Regeln. Ganz einfach wieder, Folgenlängen sind spontan. Rätsel werden versucht, bis sie glücken oder die nächste Folge genommen werden oder übersprungen werden, aber dafür dann jeden Freitag dann gestreamt. Also all die Spiele, die ich Let's Playe, werde ich auch streamen, aber immer nur freitags. So gegen 18, 19 Uhr abends. Auf den Holy Diver 231 Kanal, nicht auf den Holy's Click Abenteuer Kanal, da gibt's nämlich keinen Twitch Kanal davon. Halte ich auch nicht für nötig. Und ja, nicht mehr lange um den heißen Brei rumgeredet, wir drücken auf Spielen. Es gibt natürlich auch ein Bonuskapitel, das ist das Schöne. Let's go. Und hier werden wir erstmal gefragt, was für einen Schwierigkeitsgrad wir spielen wollen. Wir drücken natürlich auf Standard. Einführung und Springen. Dankeschön. Wollen wir nicht. Den Inventar kann ich leider nicht festhalten. Aber hier begrüße ich euch auch nochmal. Herzlich willkommen zum ersten Teil von Haus der 1000 Türen. Es gibt, wie gesagt, 4 Teile und wir besitzen 1 und 2. So. Wir haben natürlich auch ein Tagebuch, das lesen wir auch wieder. Das Paket. Ich bin wieder an meinen Tisch eingeschlafen. Das passiert mir in letzter Zeit öfter. Ich muss aufhören, mir so viele Sorgen zu machen und lieber nachts schlafen. Ein Klopfen an meiner Tür weckte mich auf. Als ich nach draußen schaute, fand ich ein Paket. So, jetzt schauen wir uns erstmal gleich nochmal hier um. Weil wenn es eine Sammler-Edition ist, denke ich sofort wieder an Chameleon-Objekte. Deswegen schaue ich mich mal um, ob hier sich irgendetwas verändert oder so. Ich meine, es könnte ja gleich im ersten Screen was sein. Ist ja, wäre ja nicht unüblich, typisch. Also aktuell sehe ich hier nichts, was sich verändert. Der, warum da ein Gürtel drauf hängt, oder ist es wahrscheinlich vom Vorhang? So, ich habe jetzt überall geschaut. Hier mein Messer. Wie gesagt, ich kann leider, hier gibt es leider kein Schloss, wo man das festhalten kann. Was ich ein bisschen schade finde. Wir haben auch einen Strategieführer, aber den werden wir nicht brauchen. So, ich sehe halt wirklich hier nichts. Also wenn was ist, einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich mir den übernächst beim Kommentar lesen gegen den Kopf schlagen. So. Mit dem Messer natürlich machen wir die Box auf. Da ist eine Schreibmaschine drin, okay. Das ist, da ist kein Papier in der Schreibmaschine. Okay.
Okay, dann müssen wir uns schauen, ob wir irgendwie ein Papier finden. Hier kann ich natürlich auch schauen. Hier kommt wahrscheinlich eine Ballerina drauf, würde ich mal vermuten. So, dann schauen wir uns mal hier um. Hier ist eine Feder. Meine erste Novelle hat mir diese Trophäe eingebracht. Seitdem sind eine Menge Jahre vergangen, aber solch einen Erfolg hatte ich nie wieder. Und die goldene Feder der Philosophieabteilung geht an Kate Reed. So heißt mir nämlich Kate Reed. Wir spielen natürlich wieder eine Frau, wie soll es denn anders sein? Für ihre herausragende Arbeit auf dem Gebiet der übernatürlichen Kurzgeschichten. Uhu, und so. Ach, dann kommt hier eine Feder drauf statt eine Ballerina. Und wir kriegen eine Pinzette. Und sonst gar nichts mehr. Ja, ich muss jetzt nicht alles hier vorlesen, was die Dame kommentiert. Wie hat mir das Bild seines Mentors gegeben? Des großen Mahatma Rashid. Oder wie man ihn ausspricht. Ja gut, und das soll mir... Ach, hier ist noch Blatt Papier. Okay. Da mal Tinte. Und hier fliegt eine kleine Fruchtfliege rum bei mir gerade. Auch allerliebst. Ich glaube, hier kommt die Tinte rein. Ja, Moment. Nochmal. Der Bandwahrscheinmaschine, leeres Farbband. Ach Gottchen. Was man alles bei einer Schreibmaschine beachten muss. So. Verehrte Kate. Wir möchten Sie zu einer Vorlesung in unserer Schule für Spiritismus einladen. Sie haben nicht nur die Chance, ein bekanntes Medium kennenzulernen, Sie können sogar echte Geister sehen. Kommen Sie um 22 Uhr zum Plaza Hotel, Zimmer 328. Gabriel Jones. I can't believe I'm going to see an actual seance. I've been dreaming of this all my life. I hope they're not a bunch of frauds. I'd be so disappointed. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Die anderen Gäste sind bereits hier und sitzen um den Tisch herum. Sie sehen aus, als wären sie in Trance. Ja, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was Verdächtiges sehen. Schauen wir einfach mal ganz komplett rum. Ob sich hier irgendetwas verändert. Okay, bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt wirklich Sammlerobjekte gibt. Obwohl es hieß, es wäre eine Sammleredition. Weil ich sehe noch nichts Verdächtiges. Ich habe noch nichts Verdächtiges auch erahnen können oder so. Aber gut, wir schauen mal uns einfach mal weiter hier um. Ein Ouija-Brett. Ouija. Das magische Brett ist wohl als bekanntes Werkzeug, um mit Geistern zu sprechen. Ich habe aber noch nie zugesehen, wie jemand es benutzt hat. Das sei froh. Es ist nicht immer gut, sowas zu beobachten. Das ist eine Ausgabe von Der Visionär, meinen eigenen Bestseller. Vielleicht hat der Eigentümer dieses Hauses mit der Einladung geschickt, weil ihm das Buch gefallen hat.
Das sind Tarotkarten. Werde ich lernen, wie man sie benutzt? Das sind Wahrsagerwürfel. Ich habe gesehen, wie Voodoo-Priester auf Haiti ähnliche benutzt haben. Das ist ein Kristallpanel. Die Leute benutzen sie als Weißenors. Die Heldin in einer meiner Bücher hat eins benutzt. Wow, da nimmt aber jemand deine Romane echt genau. Mal Karo gefunden. Soll ich erstmal alle Sachen finden? Eine Schule für Spiritismus. Was für eine seltsame Idee. Ich dachte nicht, dass man über natürliche Fähigkeiten auch erlernen kann. Vielleicht kann ich ja lernen, wie man mit Geistern spricht. Ja, ob das so gut ist? Es gibt nicht nur gute Geister, Kate. Es gibt sogar böse. Stell dir mal vor. Ja, okay, wie gesagt, hier brauchen wir die Zeichen. Ich werde mal versuchen, erstmal alle zu sammeln. Hallo, Katze. Brrr. Okay, gehen wir mal zu den Leuten da nach vorne. Was ist mit den Leuten passiert? Sie sehen aus wie Wachsfiguren. Sie sind wirklich in draus oder spielen sie das nur? Wer weiß. Hier wieder Tagebucheintrag. Die Schreibmaschine. Das Paket enthielt eine Schreibmaschine, aber so eine Schreibmaschine habe ich noch nie vorher gesehen. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn ich sie aufziehe. Wer hat wohl diesen seltsamen Weg gewählt, mir eine Nachricht zu schicken? Ja, gibt es ja auch sowas wie Briefe und so weiter, aber hey. Gut. Die Einladung. Als ich die Schreibmaschine aufgezogen hatte, tippte sie eine Einladung zu einer Seance. Ich habe schon lange davon, einer echten Seance beizuwohnen. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht sein. Ich frage mich, warum der Gastgeber gerade mich, einen recht unbekannten Schriftstellerin, eingeladen hat. Betrug oder nicht? Als ich ankam, waren alle anderen schon da. Ich weiß nicht, ob sie in Trance sind oder nur so tun. Ich habe eine Broschüre für die Schule für Spiritismus gefunden, die von einem Herr Gabriel geleitet wird. Ich glaube, er ist derjenige, der die Schreibmaschine geschickt hat. Ich möchte den Draht durchschneiden, um zu sehen, ob die Kristallkugel dann immer noch leuchtet. Versuch's. Ja, hier mal wieder das. Das ist ein Kabel der Kristallkugel verbunden. Ich sollte durchstellen, um zu sehen, ob die Kristallkugel ausgeht. Ja, ob das so klug ist, Mädchen, ich weiß ja nicht. Aber was zum Schneiden haben wir ja leider nicht. Wir finden uns fehlt aber noch ein Blättchen hier. Da haben wir einen Schlüssel gefunden. War irgendwas versperrt? Habe ich jetzt nicht beobachten können, aber gut. So, mehr sehe ich hier nicht. Okay, war hier irgendetwas verschlossen? Ja, wahrscheinlich das genau das kleine Kästchen. Da haben wir auch das Herz. Und mehr Tarotkarten noch und irgendein Amulett. Aber gut, jetzt haben wir alle Symbole gefunden. Die setzen wir auch sofort ein. Und mal sehen, was passiert. Okay, hier haben wir eine Schere. Noch eine Kristallkugel. Naja, ob das so gut ist. Also, Kate ist ein bisschen so, hey, no risk, no sun. Hello, Kate. I'm your grandmother, Maggie Fox. I'm so happy you can hear me. Please, help me. My spirit body is unstable, so listen closely and remember everything I say. There is a haunted house that materializes in different places around the world at different times. It vanishes soon after it appears. Many people have seen it, but few have been able to enter it. The house will appear at midnight on Batlow Island. Go there and get inside. To restore the good name of me and my sisters. Ja, okay, Maggie Fox müsste eigentlich fast jeden was sagen. Maggie Fox und ihre Schwestern waren ja damals bekannt für Mediums, also dass sie Kontakt mit der Geisterwelt aufnehmen
aufnehmen konnten. Okay, wir haben doch ein Sammelobjekt. Aber wie gesagt, ich habe in den ersten und zweiten Screen nichts gefunden. Also haben wir doch irgend sowas wie Phantomobjekte. Okay, da liegt was. Da haben wir einen Knochen. Wahrscheinlich werden wir einen Hund treffen. Sonst ist hier nichts mehr. Im Busch könnte etwas Interessantes sein. Ich muss die Zweige stutzen, um nachzusehen. Ja, zum Stutzen haben wir noch nichts. Ein Türklopfer, okay. Und ein Schieberätsel, wo wir noch nicht machen können, weil uns noch was fehlt. Okay. Da hängt ein Feuerzeug, da hätte eine Lampe hingehört. Ja, dann nutzen wir mal den Türklopfer. Ui, jetzt bin ich im Haus, es ist dunkel, ich brauche eine Lichtquelle, sodass ich mich umsehen kann. Ja gut. Vielleicht ein Feuerzeug? Das ist cool gemacht. Okay, jetzt schauen wir uns gleich wieder... Ah, schaut mal. Expertenobjekte. Okay. Also sind wir schon quasi Experte, oder wie? Okay, dem Gargoyle fehlt auf jeden Fall ein Auge. Da haben wir ein Wimmelbild. Ich schaue mich aber nochmal ganz kurz um. Auf dem Kronleuchter befindet sich eine Feder. Ich muss sie da irgendwie herunterbekommen. Nach einem Knochen werfen. Okay, das Geräusch ist cool. Wir könnten jetzt da rein. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Au. Oh. Okay. Die Tür hat sich in Luft aufgelöst. Wir können jetzt hier rein, aber wir machen erstmal das Wimmelbild. Und das ist halt wieder so ein typisches Wimmelbild. Ich bin jetzt wieder mal erklärbar für die Leute, die gerade erst in diesen Let's Play reingeschaltet haben in meinen Kanal. Wir haben hier haufenweise Gegenstände, die sind hier unten aufgelistet oder werden hier unten aufgelistet. Wir haben 15 Stück zu finden. Und man sieht hier Sandwich und Seepferdchen sind rot mal geschrieben. Das bedeutet, man muss noch eine extra Aktion machen, um die freizuschalten. Und ich vermute mal, das Seepferdchen müssen wir hier irgendwie anmalen oder annähen. Moment, haben wir hier irgendwas zum Annähen, anmalen? Also ich habe hier nichts zum Anmalen, aber wie mache ich das Seepferdchen? Wenn ich ein Bleistift hätte, könnte ich die Zeichnung vollenden. Da unten hat er mich gerade angeblinzelt. Kein Gesicht in Seepferdchen, ist ja schade. So, jetzt haben wir alles natürlich aktiviert. Jetzt brauchen wir es aber als erstes die Peitsche, die ist hier oben. Ja, ich habe mir schon gedacht, es ist so ein Wimmelbild. Du hast zwar eine Liste unten, hast hier 15 Gegenstände, aber es werden immer welche nur so angezeigt. Und die Sachen, die du gefunden hast, die werden quasi ersetzt. So, jetzt brauche ich aber noch ein Kreuz. Ich meine, ich könnte jetzt kunterbunt machen. Klar, könnte ich. Aber will ich das? Nein. Außer das Spiel lässt mir halt nichts anderes übrig. Komm, dann nimm mal das Buch, dann wird hier nichts mehr verdeckt. Wo ist denn hier ein Kreuz? Okay, hier ist kein Kreuz. Oder meinen Sie das Kreuz für die Karten? Kann ja natürlich auch sein. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal hier in Scan-Modus durch. Ja, ich weiß, unsere Folge ist gleich vorbei. Dann nehmen wir das Wimmelbild mit in die nächste Folge. Dann lassen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit. So, wo haben wir denn das Kreuz? Ja komm, wir nehmen das Seepferdchen mit, weil wir das eh schon angezeichnet haben. Das Sandwich auch. Nehmen wir die Aale mit.
Das Fernrohr. Den Tischtennisschläger. Und da haben wir hier unten nichts mehr gerade drin. Aber das Kreuz habe ich immer noch nicht gefunden. Ah, Gott. Ja, wenn man richtig hinguckt, würde man es auch finden. Mann. So, aber Freunde, ich nehme das Wimmelbild jetzt mit in die nächste Folge. Und dann sage ich mal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und wie gesagt, weil ihr gerade jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so Let's Play mit reingeschaltet habt, dann lasst mir doch ein Abo da und ihr denkt dran, Support ist kein Mord. Teilt dieses Video und unter anderem auch andere Videos von diesem Kanal überall, wo ihr könnt, wo ihr auch dürft. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt und aktiviert ja auch die süße kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis dahin, bei Haus der 1000 Türen, das Familiengeheimnis. Tschüdelü.